So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Minecraft Show and Play. Und ja, wir gehen direkt ins Spiel, denn ich habe gerade hier voll losgelegt und dachte, jetzt wird es Zeit, die Aufnahme mal zu starten. Hatte eigentlich keine Aufnahme geplant, aber ich war hier so im Bauen und es war so cool, dass ich dachte, let's go baby, let's go. Und ja, also herzlich willkommen, ich mache hier kurz Musik bisschen lauter, leiser. Ja, wir befinden uns hier gerade in unserem, das was einmal unser Hafen sein wird. Ich habe hier in der Zwischenzeit echt ein bisschen Erde geklatscht, habe hier dafür gesorgt, dass wir hier auch ein paar Gebäude hinbauen können, die eines Hafens würdig sind, und sind gerade dabei, unser Hauptgebäude zu planen. Ja, und mal kurz ein Brötchen zwischendurch. Wunderbar. Ich würde sagen, ich klatsche hier einfach mal kurz ein bisschen weiter, während ich schon so gut dabei bin. Und ja, ich habe jetzt hier in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen Erde bewegt, wie gesagt. Ich kann mir mittlerweile das auch einigermaßen gut vorstellen, was hier mal auch draus werden soll. Wir werden hier jetzt dann so ein bisschen was noch machen müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit ich hier tatsächlich gehen werde, wie viel ich hier von der Erde auch abbaue. Aber, hier geht es jetzt auch direkt wieder weiter mit der Erde da hinten. Wo es hier überhaupt hingehen soll, weiß ich nicht. Und was wir hier bauen, ist auf jeden Fall sehr interessant hier hinten. Und vielleicht machen wir hier eine geheimnisvolle Lagune. Oder das hier wird einfach auch ein geiler Brunnen, weil das natürlich schon mal perfekt angelegt ist. Wir konzentrieren uns jetzt wahrscheinlich erstmal hier um die Gebäude, die sich hier links um diesen Hafen hier rein werden. Und hier haben wir mal eine kleine Werkstatt gebaut, weil ich es eigentlich satt hatte, die ganze Zeit nach hinten zu latschen und da was zu machen. In der Zwischenzeit habe ich mir auch ein bisschen eine Abkürzung gebaut, nämlich hier lang. Jetzt wollte ich eigentlich Erde klatschen, aber jetzt zeige ich es euch trotzdem erstmal, was ich schon alles gemacht habe. Also hier der Weg, der war mir jetzt ganz wichtig, dass ich hier praktisch von unserem unteren Hauptplatz aus rüberkomme, direkt ohne erst sozusagen ganz außen rumlaufen zu müssen. Das war bisher nämlich unser Weg. Und ich glaube, das wird hier einfach noch ein weiterer Hauptweg werden. Das passt auch ganz gut. Wer ist da? Guten Tag, Herr Nachbar. So. Ja, dann würde ich nämlich sagen, also wir haben dann hier unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können uns dann auch in der Tat noch überlegen, was wir dann hier noch bauen. Ich glaube, bis hierhin könnten wir noch ein paar kleinere Hütten bauen. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Und hier könnten wir uns wirklich mal überlegen, ob wir hier nicht links und rechts ein paar Plantagen bauen, weil ich glaube, das wäre hier eigentlich der ganz gute Ort dafür. Es wäre zwischen zwei zentralen Punkten, nämlich einmal hier unserem Rathaus, unserem schönen Marktplatz, im Ober- und im Untermarktplatz, als auch dem Hafen. Das heißt, hier dazwischen könnten wir uns wirklich irgendwie logistisch irgendwas überlegen, was wir da hinbauen. Und wie oft habe ich jetzt schon versucht, dieses Ei aufzunehmen? Egal. Und alle unsere Hühner sind übrigens entfleucht und entkreucht aus unserem kleinen Gefängnis, das wir für sie gemacht haben. Unserem Hühnerstall sind die alle abgehauen und haben sich mittlerweile eifrig auf unserer Insel vermehrt. Wir hatten hier vorher nämlich überhaupt keine Hühner und jetzt kann man durchaus sagen, dass wir hier das ein oder andere Huhn ansässig haben. Was ich ganz cool finde, und ich glaube, ich muss nochmal eins nach oben und von oben nochmal was abtragen. So, und das heißt, wir werden hier so ordentlich Erde klatschen. Und ich glaube, wir werden uns auch bald, was haben wir denn hier gebaut? Ich glaube, hier ist Lava. Nö, hier ist einfach nur ein Höhleneingang, den wir abgesichert haben. Da oben in diesem Häuschen, in unserem Bergwerkhäuschen, da befindet sich ein Bett. Und dort hinten befindet sich ein Bett. Und wir werden, glaube ich, einfach schnell dafür sorgen, dass wir hier auch ein Bett haben, dass wir nicht jedes Mal darüber latschen müssen. Sobald unser Haus einigermaßen annehmbar geworden ist. Ja, wunderbar. Und dann habe ich auch keine Erde mehr. Das ist jetzt schon die vierte Schaufel, die ich heute benutze. Ich könnte die mir natürlich auch verzaubern und hoffen, dass wir sowas wie Haltbarkeit oder so bekommen. Dass wir nicht ständig rumrennen müssen.
So, jetzt mache ich mir nochmal welche. Bevor ich das tue, tun wir mal die Erde hier rein. Wir haben wirklich einiges an Erde klatschen müssen. Auch ein bisschen Kies gefunden, was gut ist. Den werden wir brauchen für die ganzen Wege. Gut, ein bisschen Koppel haben wir am Start. Das ist aber alles in Ordnung. So, dann machen wir uns jetzt mal gleich mal 3 Schaufeln. Alles klar. Seltsame Schaufeln hier am Start, aber das kriegen wir schon hin. So. Dankeschön. Und los geht's. So. Erde klatschen, nicht so die unfassbar aufregende Geschichte, aber ist einfach notwendig. So ist das leider bei so einem Spiel. Also wir haben jetzt halt hier eine gewisse Vorstellung, die wir umsetzen wollen. Und das bedeutet halt auch, dass wir hier Schicht für Schicht uns durch den Berg graben. Wir werden jetzt hier einfach mal eine Reihe nach hinten gehen und hoffen, dass das schon reicht, dass wir hier zwischen Haus und Berg einfach so viel Platz haben, dass wir, dass das einigermaßen organisch aussieht, was wir da machen. Das war mir halt irgendwie wichtig. Haben wir Eichenholz da? Jawohl, wir haben Eichenholzstamm da. Dann können wir den... Okay, dann können wir den da reinpacken. Dann sieht das auch in Ordnung aus. So, dann klatschen wir das hier auch mal weg. Achso, nee, das hatten wir gerade... So. Ne, hat man noch nicht. Da können wir noch ein bisschen was wegmachen. Besonders hier auf dieser Seite müssen wir ein bisschen was abtragen. Ich habe mir auch schon gedacht, dieses Hauptgebäude wird relativ flach werden. Was wir da genau machen, ob wir dann hier noch obendrauf noch ein Geschoss machen oder ob wir dahinter noch ein bisschen was erweitern. Das müssen wir dann schauen. Je nachdem, wie das nachher aussieht und auch wirkt. Ich muss ja sagen, unsere Idee mit dem dunklen Säulen und dem hellen Holz finde ich eigentlich ganz gut. Sieht man ja auch schon an der Werkstatt ganz ordentlich. So. Wunderbar, weiter geht's. Und die Sonne geht bereits unter. Na. So. Also das aussieht, müssen wir wahrscheinlich wieder Erde hinklatschen, wenn wir hier gleich den Stein wegmachen. Und wir gehen mal zu unserem Bett. Dann seht ihr mal, was für eine Strecke das ist, die wir da zurücklegen müssen. So. Hier runter, dann darüber. Hier habe ich auch noch ein bisschen Erde hinzugefügt. Und genau, damit erstens das nicht passiert und zweitens man hier auch nicht so schnell runterfällt, weil ich glaube, das ist nämlich gar nicht so trivial. So, diesen Stunt können wir uns erlauben. So, hinauf und noch ein Stockwerk. So. Die Aussicht ist sehr, sehr geil von hier oben. Da sieht man auch schon ein bisschen, was aus unserem Gebäude werden könnte. Momentan sieht es noch ein bisschen aus wie eine Krake oder wie ein Kraken, wie man sagt. Und hier ist unsere kleine Werkstatt. Und da finde ich die Optik eigentlich ganz geil. Ich weiß noch nicht genau, was für ein Dach ich da drauf baue. Vielleicht wird es auch ein dunkles Dach, würde ja auch gut passen. Wir haben ja ein bisschen Birke gesammelt. Das werden wir aber jetzt alles demnächst testen. Vielleicht sogar noch in dieser Folge. Und apropos Folge... Ich könnte auch mal, nee, kann ich nicht. Okay, ich habe jetzt gerade 2 Fehler immer gemacht. Egal, ich muss dann ab und zu mal gucken, wie viel ich überhaupt schon aufgenommen habe, damit ich nicht allzu viel aufnehme. Und ich würde sagen, gute Nacht und bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits. So, wir sind außerhalb, ja genau, das passiert ab und zu, deswegen haben wir das so gemacht. Wunderbar. Ah, schaut euch das an. Herrlich, hier haben wir unseren Monolithen, die Sonne. Eigentlich bräuchten wir Musik von 2001 A Space Odyssey.
Okay, los geht's. Boah, das war knapp. Jetzt zu sterben mit 38 Leveln, hätte ich jetzt nicht so viel Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. So. So, und weiter geht's. Das wäre vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer hier rüber, hm? Allerdings. So, ja. Das gefällt mir gut. Wahrscheinlich werde ich da einfach auch nochmal ein Klöppel, ein Böppelchen draufsetzen. So, dann kommt hier die, kommen hier die Steine weg. Die müssen auf jeden Fall ersetzt werden. Ja, ich würde sagen, kommen wir hier irgendwie durch. Im Grunde müssen wir hier ja eigentlich einfach nur einmal durchbauen und dann sehen wir eigentlich, wie viel wir brauchen. Ja, reicht eigentlich schon. Okay, das ist cool. Wunderbar. Dann haben wir hier zumindest genug vom Berg abgetragen, dass wir hier weiterarbeiten können und uns dann voll auf... Okay, da müssen wir allerdings die Erde hier wegmachen. Das hatte ich am Anfang noch gedacht, ich lasse den Berg einfach stehen, fand es dann aber doof. Müssen wir hier mal kurz noch eine Korrektur anbauen. Einmal so und natürlich diesen hier. Da haben wir noch mehr hoffentlich von. Ja, noch ein wenig. Aber auch nicht mehr allzu viel. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch wieder neues Holz kloppen müssen. So, und hier kommt wahrscheinlich dann ein Fenster hin oder irgendetwas in der Art, ist klar. Dann können wir mal hier mit der Erde weitermachen. Werde ich hier aber auch nicht allzu viel abtragen, weil ich glaube, das lasse ich nämlich einfach so als natürliches Ding in der Landschaft drin. Ja, das muss ja nicht immer perfekt glatt gebügelt sein alles. Und ich denke, am Anfang werde ich da auch noch andere Dinge irgendwie haben. Und nicht gleich die komplette Stadt auf einmal bauen, damit das auch einfach organisch und natürlich aussieht. So, das klöppeln wir weg. Ja, falsches Werkzeug. Und dann bauen wir hier gleich erweitern wir den Berg ein wenig. Also klatschen wieder neue Erde ran, damit das einfach gut aussieht. So. Und den Boden müssen wir eigentlich auch rausruppen. Ja, das machen wir jetzt kurz einmal richtig. Dann müssen wir uns, wie gesagt, gleich nicht mehr drum kümmern. So. Und sollten wir später doch noch auf die Idee kommen, irgendwie eins tiefer zu gehen oder irgendetwas wegzureißen, haben wir hier gleich die Möglichkeit, das auch zu tun, ohne vorher gleich erst nochmal die Axt schwingen zu müssen. So, wunderbar. Wir gleich mal Mikrofonständer anfassen, weil der ist jetzt gerade mal in der Aufnahmesession um 20 cm nach unten gerutscht. So, fest. Alles gut. So, und weiter geht's. Bin ja auch der Experte. So, wunderbar. Dann haben wir das hier gleich gelöst, das Problem. Dann verstecken wir diese Erde hier nochmal. Verstecken wir diesen Stein, meine ich natürlich. So. Nee, du nicht. Alter. So. Ja, wunderbar.